Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Auseinanderbrechen der Koalition zwischen SPD und FDP ist auch das Thema einer ausführlichen Sondersendung, die Sie im ersten Programm im Anschluss an unseren Spielfilm sehen können. Im Bericht aus Bonn von 22 Uhr bis 23 Uhr. Die ursprünglich vorgesehene Dokumentation mit dem Titel Ausländer raus über Fremdenhass und seine Folgen werden wir zu einem anderen Termin neu ankündigen. Um 23 Uhr folgt dann die Tagesschau und um 23.05 Uhr die Sportschau mit Berichten unter anderem von der Rollkunst-Weltmeisterschaft in Bremerhaven und von den Spielen der Fußball-Bundesliga. Um 23.50 Uhr beginnt der Fernsehfilm Die Herren mit den Ärmelschonern, eine Satire auf die Bürokratie. Die Tagesschau beschließt dann das Programm um 1.20 Uhr. Glenn Ford und Jack Lemmon sind die Hauptdarsteller in dem Western Cowboy, den Delma Daves 1957 inszeniert hat. Frank Harris ist ein junger Mann, der vom romantischen Leben der Cowboys träumt. Bei einem Viehtransport wird er in spannende Abenteuer verwickelt und erlernt die rauen Seiten des Cowboy-Alltags kennen.